Die Magie des Vorlesens, von Fantasie und von Worten und davon, wie sie einen mitreißen, verzaubern und in fremde Welten entführen können. Das sind die Kernpunkte von Cornelia Funkes Tintenherz und dieses Buch möchte ich euch heute mal vorstellen. Viel Spaß damit! Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Tintenherz tatsächlich das erste Mal so mit 12, 13 gelesen und vor kurzem nochmal das Hörbuch von Rainer Strecker vorgelesen, angehört, was ich auch durchaus empfehlen kann. Er macht es super, er kann das richtig, richtig gut vorlesen, richtig lebhaft, kann ich euch auch empfehlen. Das Buch handelt von Maggie und ihrem Vater Mo, die zu zweit leben ohne ihre Mutter, weil... keine Ahnung, irgendwie ist ihre Mutter verschwunden. Sie kann sich nicht mal an sie erinnern und Mo möchte nicht so gerne darüber reden. Die beiden sind absolute Büchernarren und lieben Bücher über alles. Sie stapeln sich in ihrem Haus von unten bis oben und sie sind selbst beim Frühstück beide in ihre Bücher vertieft. Aber Mo hat ihr noch nie in ihrem Leben vorgelesen. Zumindest nicht so, dass sie sich daran erinnern kann. Aber er will auch darüber nicht so gerne reden, warum das so der Fall ist. Und eines Nachts steht dann ein fremder Mann vor ihrer Tür, der mit Mo reden will. Maggie soll nichts davon mitkriegen und am nächsten Tag müsste sie dann plötzlich völlig überstürzt abreisen zu Maggies Großtante Elinor. Mo nimmt auf diese Reise nur ein einziges Buch mit, das irgendwie schon was Geheimnisvolles ausstrahlt. Man ahnt schon, dass es irgendwas mit diesem Buch auf sich hat, aber natürlich möchte er auch darüber nicht so gerne reden. Maggie wird also völlig im Dunkeln gelassen und damit auch der Leser. Man erfährt nur, dass die beiden irgendwie scheinbar von einem gewissen Capricorn verfolgt werden, der irgendwie was Böses im Schilde führt, aber Maggie weiß einfach gar nichts und deswegen möchte ich auch jetzt noch nicht so viel weiter darüber verraten. Ja, es geht schon, wie ich vor dem Intro gesagt habe, sehr viel um die Magie von Wörtern, was Wörter mit einem anstellen können, wie sie einen verzaubern können und vor allem das Vorlesen. Und es geht auch sehr viel um die Charaktere. Maggie und Mo sind unglaublich detailreich beschrieben, ihre Facetten, dass Mo irgendwie ein verdammt weiches Herz einfach hat und man liebt ihn einfach total und man liebt auch Maggie total. Und tatsächlich liebt man auch Maggies Großtante Elinor irgendwann, obwohl sie irgendwie eine sehr exzentrische und auch unfreundliche Person ist, die Maggie nicht mal an ihre Bücher ranlassen möchte, weil sie Angst davor hat, dass sie diese wertvollen Bücher beschädigen könnte. Und generell ist sie so nicht die freundlichste und sie ist sehr schnippisch und vorlaut, aber dennoch schließt man sie so ein bisschen ins Herz irgendwann. Und so haben wir eben eine Geschichte, die von unglaublich durchdachten Charakteren getragen wird, aber auch gute Metaphern und eine bildreiche Sprache hat und meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr schönes Ende hat, das ein paar winzige, kleine, offene Enden hat, die eben zu einer Fortsetzung einladen, die es auch schon gibt, Tintenblut und Tintentod, die auch sehr lesenswert meiner Meinung nach sind und das ist sehr gut zu lesen, kann ich durchaus auch empfehlen. Und dann kann ich noch sagen, wie unfassbar treffend ich gerade bei diesem Buch den ersten bzw. die beiden ersten Sätze fand, die man gelesen hat. Ich möchte die euch mal kurz vorlesen. Es fiel Regen in jener Nacht. Ein feiner, wispernder Regen. Noch viele Jahre später musste Maggie bloß die Augen schließen und schon hörte sie ihn, wie winzige Finger, die gegen die Scheibe klopften. Ich finde immer, bei Büchern müssen die ersten Worte, der erste Satz muss richtig, richtig gut sein und die Geschichte schon mal richtig gut einleiten. Und das ist in dem Fall schon mal gut gelungen, schon allein durch die Metapher wieder, der Regen, der wie Finger gegen die Scheibe klopfte. Und das passt einfach super gut schon zur Geschichte, wo auch eine sehr bildreiche Sprache ist und wo schon allein das Thema eine einzige Metapher ist. Und das hat mir von daher sehr gut gefallen. Und tatsächlich bin ich auch jetzt schon fast am Ende von dem, was ich sagen kann, ohne zu spoilern. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob das, was jetzt kommt, Spoiler ist. Es ist etwas, was definitiv auch auf den... so ab Seite 100 bis 150 wird es auch aufgelöst, deswegen würde ich es persönlich nicht so richtig als Spoiler bezeichnen, aber es gibt natürlich Leute, die lieber so richtig unvoreingenommen an ein Buch rangehen wollen, deswegen sollten diese Leute lieber jetzt abschalten, denn komplett spoilerfrei habe ich jetzt alles gesagt. Das, was ich jetzt also für keinen so großen Spoiler halte, bevor ich euch aber mal sicherheitshalber gewarnt habe, ist die Tatsache, dass wir erfahren, dass Mo eine Gabe hat, die es ihm erlaubt, so lebhaft vorzulesen, dass die Dinge
aus den Geschichten und den Büchern Realität werden. Ich finde, dass Cornelia Funke da eine sehr, sehr, sehr schöne Metapher geschaffen hat. Erstens dafür, dass ein Schriftsteller durch dieses Umschreiben, durch das Schreiben, durch das richtige Benutzen von Wörtern einfach Welten erschafft, die in unseren Köpfen Gestalt annehmen und unglaublich detailreich sind und wir in unseren Köpfen zur Realität machen. Und zweitens dann eben, dass es Leute gibt, die so unglaublich bildhaft schön vorlesen können, dass diese Geschichten dann nicht nur in unseren Köpfen, sondern in Wirklichkeit Realität annehmen. Das ist etwas, was jeder von sich kennt, dass alles bildhaft wird und Realität wird. Jeder kennt es, dass einer einem vorliest und man schlüpft wirklich in diese Geschichte rein. Und das hat sie eben genommen und zu etwas Übernatürlichem in dieser Geschichte umgemodelt sozusagen. Und das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Mir gefällt auch der Schreibstil richtig gut, denn sie hat eine sehr bildreiche Sprache auch. Sie schreibt immer, wenn sie von Staubfinger schreibt, der ja Feuerspucker ist, die Flammen leckten an seinen Fingern und begrüßten ihn wie einen alten Freund und sie tanzten mit ihm. Oder wenn Mo eben vorliest, dann schreibt sie immer so Sachen wie: Mo schmeckte jedes Wort auf seinen Lippen. Das ist halt so, ja, so mag ich das, wenn so eine richtig bildhafte Sprache ist. Und das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Super gut finde ich auch Finoglio, das ist der Schriftsteller von Tintenherz im Buch Tintenherz, der einfach, ja, ich will nicht sagen arrogant ist, weil das wäre unfair, sondern der halt ja eine sehr hohe Meinung von sich hat und dann immer mal wieder so Sachen sagt wie: Nenn mich Meister, weil ich so treffende Worte, so bildhafte Worte gefunden habe. Aber das halt ist auf irgendwie so eine liebevolle Art und das ist halt, man muss dann immer lächeln, wenn solche Sachen kommen. Und generell sind die Charaktere einfach sehr facettenreich und sehr tiefgründig geschrieben. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne auch Verbesserungsvorschläge für meine Buchvorstellungen rein. Und was ihr auch gern von dem Buch gehalten habt, würde mich auch interessieren. Und dann klickt doch gerne auf Abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.